Hallo, mein Name ist Takis und wir sind die Berliner Gladiatorenschule. Wir versuchen, die Kämpfe der römischen Gladiatur des 1. 2. Jahrhunderts aus dem Römischen Reich als Vollkontaktkampfsport nachzustellen. Wie kommt man dazu, so etwas zu machen, indem man jahrelanger Kampfsportler ist und nebenbei auch das Mittelalter-Reenactment, also die Darstellung der mittelalterlichen Zeit, als Hobby mit betreibt und einfach darüber nachdenkt, okay, was könnte man denn tun, um den Kampfsport auch in diesen Bereich der mittelalterlichen Darstellung einzubringen. Und aus dieser Frage heraus ist vor 4 Jahren die Gladiatorenschule entstanden. Damals mit effektiv 3 Leuten inklusive mir. Mittlerweile sind wir bei 9 aktiven Kämpfern. Wie und wie oft trainieren wir? Wir trainieren in dieser Konstellation einmal in der Woche für circa 2 bis 2,5 Stunden. In seltenen Fällen oder beziehungsweise einige von uns trainieren auch 2 bis 3 Mal in der Woche, dann allerdings an anderen Standorten und nur mit einzelnen anderen aus der Gruppe zusammen. Beziehungsweise völlig selbstständig dann zum Beispiel Joggen oder eben auch Fitnessstudio und ähnliche Sachen. Wie trainieren wir hier direkt, beziehungsweise was trainieren wir? Wir trainieren hier in im Prinzip 3 Kategorien, wenn man so will. Reine Technik, wie ist es schwer zu führen, wie ist das Schild zu führen, wie kann man auf bestimmte Angriffe reagieren, welche Möglichkeiten gibt es, welche Regeln gibt es und so weiter und so fort. Und als 2. Punkt dann natürlich Kraft und Kraftausdauer, denn diese Ausrüstung wiegt teilweise bis zu 25 bzw. 30 Kilo. Der Helm allein mit 3,5 Kilo ist so ziemlich eines der schwersten Rüstungsteile, das getragen wird. Und der letzte Teil ist natürlich das Kampftraining, denn die Gladiatur als solche ist ein Kampfsport, dementsprechend muss der Kampf natürlich trainiert werden. In den meisten Fällen kann man uns im Raum Berlin-Brandenburg auf Mittelaltermärkten antreffen. Hier insbesondere zum Beispiel immer im Sommer das Klostergartenfest in Jericho. Dort sind wir in den letzten Jahren immer anwesend gewesen. Kämpfe vor Publikum funktionieren in einer von 2 Formen. Entweder als Kampf nach Punkten, das heißt 3 Treffer auf potenziell tödliche Punkte, wie zum Beispiel der Zwischenraum zwischen dem Schlüsselbein und dem Schulterblatt, beziehungsweise eben Treffer auf den Oberkörper zählen als solches. Und 2 bis 3 Gewinnrunden zum Gewinnen des Kampfes. Das ist meist die Form, die für einen Zuschauer, der sich mit der Materie nicht auskennt, leichter zu verstehen ist. Was passiert da gerade? Die andere Form, die wir auch dann noch sehen werden, ist die des wirklich normalen, andauernden Kampfes. Dort kämpfen wir zwischen 3 und 5 Minuten. Bis dahin oder beziehungsweise spätestens dann wäre der Kampf zu Ende und er geht normalerweise nach ähnlichen Regeln wie beim K1 zum Beispiel, sprich einer von beiden gibt auf, der Schiedsrichter beendet den Kampf oder einer der beiden Kämpfer geht technisch K.O. Die 3 Möglichkeiten gäbe es hier zum Gewinnen beziehungsweise Verlieren eines Kampfes. Wir sehen hier einen Trainingskampf 2 unserer Gladiatoren. Auf der einen Seite der Secutor, lateinisch für Verfolger. Er ist ein schwer gerüsteter Gladiator, einem römischen Legionär nachempfunden. Er hat einen großen Legionärsschild zum Schutz und einen abgerundeten Helm, der dem Netz des Retiarius wenig Angriffsfläche bietet. Eine Beinschiene am linken Bein sowie einen gepolsterten Armschutz. Und als Waffe hat er das Gladius, die Standardwaffe des römischen Legionärs. Auf der anderen Seite der Retiarius. Er ist kaum gerüstet. Er hat ein Galerus, ein Stahlschild auf seiner Schulter und einen gepolsterten Armschutz. Wegen der fehlenden Rüstung muss er sehr agil sein. Als Waffe hat er den Dreizack und einen Dolch. Das Netz dient dazu, seinen Gegner einzuwickeln, um ihn kampfunfähig zu machen.
Ein Stich mit dem Dolch trifft den Sekutor an der Schulter. Das gilt als Wirkungstreffer und ist somit ein Punkt. Der Retiarius ist der einzige Gladiator ohne Helm. Das Posen gehört zur Show. Um beim Training schwerere Verletzungen zu vermeiden, wird der Kampf hier unterbrochen und die Kämpfer getrennt. Beim richtigen Kampf wird darauf keine Rücksicht genommen. Der Sekutor macht seinem Namen alle Ehre und jagt den Retiarius. Dieser wirft sein Netz weg, um seine Waffen besser führen zu können. Der Retiarius umtanzt seinen Gegner und versucht ihn zu ermüden. Immerhin trägt der Sekutor ca. 20 kg mehr Ausrüstung. Am Ende landet der Retiarius den finalen Stich mit dem Dolch und besiegt den Sekutor.